Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel, CDU, fordert nach den jüngsten Ereignissen in Ansbach, München und Reutlingen schärfere Sicherheitsüberprüfungen für Flüchtlinge. Alle Menschen, die in Deutschland Schutz suchten, sollten schnellstmöglich erkennungsdienstlich behandelt werden, so Strobel in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Mit einer steigenden Zahl von Zuwanderern steige auch die absolute Zahl der Straftaten, die diese Personengruppe begehe, so Strobel. Mit einem Generalverdacht gegen Flüchtlinge habe dies nichts zu tun. Wer sich aber nicht an Recht und Gesetz halte, den treffe der Rechtsstaat mit seiner vollen Härte und allen Konsequenzen. Bis dahin, dass er das Land wieder sehr schnell verlassen müsse, so Strobel.